Ja, dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur Trainervorstellung unseres neuen OFC-Cheftrainers Christian Neidhardt. Zu meiner Linken, hallo erstmal an dich, hi. Hallo zusammen. Und natürlich auch an unseren Geschäftsführer Sport Christian Hock, hi. Hallo zusammen, hallo. Ja, wir freuen uns heute auch endlich unseren OFC-Cheftrainer offiziell vorzustellen. Natürlich auch hallo in die Runde, alle Medienvertreter, schön, dass Sie so zahlreich den Weg auf den Biberer Berg gefunden haben. Kurz zum Ablauf, ich werde das Wort gleich weitergeben an Christian Hock. Einfach ein paar Worte zur aktuellen Situation und natürlich auch zur Personalie Christian Neidhardt, warum gerade er und wie es dann weitergehen soll, bevor es dann auch an Christian Neidhardt weitergeht. Die ersten Eindrücke, es waren viele in den ersten Tagen wahrscheinlich, heute auch das erste Training gehabt mit der Mannschaft, da wird es ein paar Takte zu geben und dann eröffne ich auch die Fragerunde. Hauen Sie gerne die Fragen dann raus, vielleicht mit einem kurzen Namen, eine kurze Vorstellung, dass die beiden Herren auch wissen, wer Sie sind. Gut, dann war es das schon von mir, Christian Hock, gerne an dich die Einblicke und eine kurze ein Statement zu Christian Neidhardt. Danke. Ja, erstmal einen schönen guten Tag zusammen. Schön, dass viele bekannte Gesichter wieder da sind. Wir haben jetzt auch noch keine Pressekonferenz gemacht, beziehungsweise die erste jetzt auch, seitdem ich hier bin. Von daher freue ich mich dann, viele alte Bekannte auch zu sehen. Ja, wir sind ja hier angetreten, oder ich bin ja angetreten vor knapp 5 Wochen, ja, wo es darum ging, neue Trainer, neues Trainerteam zu finden, neuen Kader zusammenzustellen. Und wir haben bedacht, die Auswahl getroffen, mit dem Christian Neidhardt zusammenarbeiten zu wollen, weil der Christian natürlich all das verkörpert, was wir hier in Offenbach auch sehen wollen. Christian hat mit Vereinen wie Meppen, wie Rot-Weiß Essen und wie Waldhof Mannheim natürlich auch einen attraktiven, guten Fußball spielen lassen, hat mit Meppen und mit Essen den Aufstieg dann auch in die dritte Liga geschafft. Christian kenne ich aus vielen Spielen, den Spielen mit Wien Wiesbaden gegen Meppen, wo wir uns immer sehr schwer getan haben oder hatten. Und von daher ist der Kontakt da auch immer aufrechterhalten worden. Und als es dann feststand, dass Christian in Mannheim nicht weitermacht, war für mich einfach relativ schnell klar, dass Christian einer der Top-Kandidaten auf diesen Posten ist, weil ich mir sofort darüber Gedanken gemacht habe, dass das gut zusammenpassen könnte, wie er arbeitet. Und da geht es erstmal nicht nur um die reine Trainertätigkeit, sondern da geht es natürlich auch darum, wie arbeitet man als Team zusammen. Das hat vom ersten Gespräch an sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke, wir werden eine gute, intensive Zusammenarbeit haben und freue mich jetzt einfach, dass es heute dann auch losgegangen ist, dass Christian hier heute das erste Training dann auch geleitet hat und die Mannschaft jetzt auch nach und nach immer mehr Formen annimmt. Und bin sehr zuversichtlich, dass wir eine Mannschaft auf den Platz bringen werden, die Tugenden Kickers Offenbach dann auch nach außen trägt. Das, was jetzt in den Monaten und Jahren davor war, das können wir nicht mehr beeinflussen, das wollen wir auch gar nicht beeinflussen. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Zukunft in Offenbach und hier auf dem Biberer Berg rosiger wird, dass ein attraktiverer Fußball gespielt wird und dass die Leute auch wieder gerne ins Stadion kommen. Dafür sind wir mit der Kaderzusammenstellung und natürlich dann auch die Mannschaft und das Trainerteam verantwortlich. Dieser Aufgabe sind wir uns bewusst und der stellen wir uns gerne und mit viel Freude und mit viel Enthusiasmus. Und ich glaube, da haben wir mit Christian einen wirklichen Arbeiter gefunden, der all das verkörpert, was wir da auch geplant haben und vorhaben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Christian. Christian, an dich. Die ersten Einblicke aus Offenbach, ein paar Tage hier erlebt, auch in der Kaderzusammenstellung natürlich mit dem Christian eng zusammengearbeitet. Wie war das erste Training? Was sind jetzt die nächsten Steps für dich in den nächsten Tagen? Ja, eigentlich habe ich viele Steps schon erledigen können, bevor ich angefangen habe. Ich habe meine Wohnung bezogen und das hatte ich so auch noch nicht vor dem ersten Training, dass ich meine eigenen 4 Wände hatte. Und da bin ich schon mal froh drüber. Aber erstmal vielen Dank, Christian, für die Einleitung und für die netten Worte. Wir haben uns da nicht vorher abgesprochen. Und ist immer schön zu hören, dass man mit so viel Vorstoßlorbeeren dann auch seinen neuen Job anfangen kann. Ich glaube, ich habe mich in den ersten Tagen sehr gut eingefunden, im gesamten Umfeld viele Leute kennengelernt. Und wir sind auch mit vielen Dingen schon sehr weit. Und das ist auch gut so, dass wir eigentlich heute dann auch mit dem ersten Trainingstag voll loslegen konnten. Viele Spieler dabei hatten, viele neue, viele alte Gesichter auch dabei. Und man merkt auch bei den Jungs, dass sie wieder eine neue Motivation gefunden haben. Und ich freue mich jetzt eigentlich auf die nächsten Wochen, die sehr intensiv werden,
Die Vorbereitung hat begonnen. Ja, das Wetter spielt eine große Rolle. Und ja, aber wir sind uns da auch nicht zu schade, jetzt wirklich Vollgas zu geben mit einem neuen Trainerteam. Auch das muss ich jetzt erstmal wieder finden. Und ja, es wird jetzt so viel in den nächsten Tagen passieren und auch mit der Mannschaft passieren. Das ist schön. Und ich hoffe, dass wir hier eine ganz andere Grundstimmung in diese Mannschaft reinkriegen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, den Leuten außen auch das wieder zu vermitteln, dass sie sich auf uns verlassen können und wir auch auf die Fans uns verlassen können. Und das versuche ich mit meiner Art auch mit reinzukriegen. Und deswegen werden wir jetzt viel Arbeit vor uns haben, spannende Tage haben. Und da freue ich mich drauf, ja, auf die gesamte Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und vor allen Dingen halt mit der Mannschaft. Ja, und vielen Dank euch beiden. Ich blicke in die Runde gerne mit einem kurzen Handzeichen. Der Kollege in Schwarz wird dann mit dem Mikrofon kommen. Ja, Christian Dünscher, Offenbach-Post. Herr Neidhardt, Sie haben es gesagt, es wurde schon viel passt schon. Christian Hock hat auch gesagt, Kaderzusammenstellung ist schon relativ weit gediehen, wenn man das jetzt heute auf dem Platz gesehen hat. Welche Puzzlestücke fehlen noch? Und vielleicht dran anschließend an die Frage, ich hat mal von Ihnen gehört, Sie hatten immer einen klassischen Torjäger auch in Ihren Mannschaften drin. Ist schon einer dabei, für wen diese Rolle vorgesehen ist, oder soll der noch kommen? Nee, ich hoffe, den haben wir gefunden mit Marcos Alvarez. Mit Nazarov haben wir natürlich auch einen Spieler, der weiß, wo das Tor steht. Ich glaube, dass das schon zwei Puzzleteile sind, die für unser Spiel extrem wichtig sind. Und ich hoffe, dass man da sowas auch fortsetzen kann, natürlich dann auch wieder so einen Torjäger in seinen eigenen Reihen zu haben. Ich glaube, Marcos ist schon eine Waffe vorne, gerade auch für die vierte Liga. Ist sehr abgezockt, hat überragende Standardsituationen, ist mit dem Rücken zum Spiel sehr stark, kann seine Spieler in Szene setzen und dann immer wieder mit in die Box dazustoßen. Und da hoffen wir uns natürlich schon viel. Und ich hoffe, dass wir diesen Torjäger dann auch gefunden haben. In Offenbach wird jedes Jahr der Aufstieg erwartet. Wie gehen Sie mit dem Druck um und wie wollen Sie den Druck von der Mannschaft weghalten? So, meine letzten Stationen waren jetzt nicht anders. Da, wo ich war, war jetzt der Druck genau der gleiche, aber den Druck mache ich mir gar nicht selber. Also ich glaube, nach der letzten Saison geht es jetzt erstmal darum, Kontinuität reinzubekommen, eine Mannschaft hinzubekommen, wo die Kabine zu 100% stimmt. Und wenn ich über eine Mannschaft spreche, meine ich auch genau diese Tugenden, die wichtig sind, um in der Regionalliga auch erfolgreich zu sein. Und genau diese Dinge wollen wir hier verändern, diese Dinge wollen wir reinbekommen. Und ich glaube, wenn wir das gut hinkriegen, dann werden wir auch eine gute Rolle in dieser Liga wieder spielen. Und dass wir als Kickers Offenbach ambitioniert sein wollen, das ist jedem klar. Aber trotzdem werden wir ganz demütig an diese Sache rangehen, aber trotzdem mit den vollen Elan das Maximum rauszuholen. Dankeschön. Tim Brockmeier für den HR. Herr Neidhardt, das Thema Menschen für sich zurückgewinnen, Fans zu begeistern, ist ja ein sehr prominentes. Grüße an die Nationalmannschaft. Wie schafft man das wirklich? Geht es immer nur über den Erfolg oder gibt es noch andere Hebel? Vieles geht logischerweise über den Erfolg, aber es gibt auch genug andere Hebel, genau diese Menschlichkeit auch reinzukriegen. Nah zu sein, anfassbar zu sein, für jeden da zu sein. Und ich glaube, wenn man darüber spricht, man möchte erfolgreich sein, dann werden wir das bedingt hinkriegen als Team, als Mannschaft. Auf jeder Ebene, jeder Mitarbeiter, der hier im Stadion arbeitet, mit dem Vorstand gemeinsam, das sind alles Parameter, die müssen zu 100% stimmen und dann im Einklang mit den Fans eine Einheit zu werden und uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn es vielleicht auch mal eine negative Phase gibt. Ich glaube, genau das, was die Nationalmannschaft im Moment macht, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen, ehrlicherweise, weil ich glaube, die haben es nicht geschafft, diesen Hebel umzudrehen und eine Veränderung herbeizuführen. Aber auch nicht meine Baustelle, sondern wir konzentrieren uns eher auf uns und auf das, was hier ist. Und da haben wir, glaube ich, schon eine große Aufgabe. Aber ich glaube, dass ich
einfach auch ein Typ dafür bin, der genau diese Ruhe und Gelassenheit mitbringt, aber auch mal diese gewisse Schärfe mit reinbringt, wenn es angebracht ist. Und ich freue mich wirklich auf diese Aufgabe. Und für mich ist das auch absolut egal, welche Liga es ist. Ob ich in der dritten Liga Trainer bin, in der zweiten oder jetzt in Offenbach in der vierten Liga. Völlig egal. Ich habe einfach Bock, bei so einem Traditionsverein arbeiten zu dürfen und gemeinsam hier was Großes wieder zu schaffen. Und dann weiß ich, wenn dir das gelingt, dann hast du mehr in dein Trainerleben erreicht als viele, viele, viele andere Trainer, die vielleicht im oberen Bereich mal sein dürfen. Aber ich weiß halt auch, wie schwer es ist, dass es nicht einfach ist. Und ich hoffe, dass ich da mit meiner Art, aber nicht nur ich, sondern wir alle, überzeugen können. Jörg Moll, auch Offenbacher Post. Sie haben heute ein neues Trainerteam dabei gehabt. Skizzieren Sie doch mal, wie Sie auf diese Auswahl gekommen sind. Co-Trainer René Keffel ist natürlich als Torwarttrainer bekannt, aber wie kam es dazu, dass er zum Beispiel wieder weitermacht? Ja, einmal waren Christian und ich logischerweise da komplett im Austausch und ich habe jetzt, also der Trainermarkt ist relativ groß und auch was Co-Trainer betrifft, sehr groß und ich weiß auch, dass viele, viele, viele sich selbst ins Gespräch gebracht haben um Kickers Offenbach. Mir war es jetzt am Endeffekt wichtig, einfach einen Vertrauten an meiner Seite zu haben, einen, auf den ich mich zu 100% verlassen kann in allen Richtungen. Und das war am Ende Jauke Faber. Mit Jauke habe ich schon zusammengearbeitet beim SV Meppen damals. Danach haben sich dann unsere Wege getrennt und sind dann nicht so zusammengefunden, weil sich immer andere Konstellationen wieder ergeben haben. Aber wir hatten eigentlich immer regelmäßigen Kontakt. Jauke ist sehr erfahren. Jauke hat viele Mannschaften auch schon selbst trainiert im In- und Ausland. Ist mit seiner Art als Holländer, glaube ich, wird er auch sehr positiv ankommen. Ist immer für einen offenen Austausch auch da, auch für einen Flachs mal da. Aber weiß halt auch, wenn es ernst wird, was er machen muss. Und ich glaube, dass die Jungs gerade in Verbindung mit Jauke einen Co-Trainer haben, wo sie sehr viel Spaß haben werden und auch viel mitnehmen werden. Sie hatten vorhin Alvarez und Nazarov auch die Standardstärken angesprochen. Ich hatte es damals rausgehört, dass Sie, glaube ich, bei Ihrer Vorstellung in Essen auch gesagt hatten, es wird auch darauf ankommen, es wird auch mal Spiele geben, die muss man vielleicht auch mal ein bisschen dreckiger gewinnen. Es wird auch mal Spiele geben, die muss man über Standards entscheiden. Vielleicht nochmal, um das ein bisschen zu skizzieren, wie schwierig ist es, aus der Regionalliga rauszukommen, ist ja zu Genüge bekannt. Wie ist man in der Regionalliga am erfolgreichsten oder wie ist man erfolgreich? Sie kennen Regionalliga West, Sie kennen Regionalliga Nord. Jetzt anschließend vielleicht noch, gibt es tatsächlich innerhalb dieser Regionalliga-Staffeln große Unterschiede oder ist Regionalliga-Fußball im Grunde genommen ähnlich? Viele Sachen drin. Ich gucke mal, ob ich alles zusammenfassen kann. Ich merke aber, Sie haben sich gut vorbereitet und haben meine Pressekonferenz damals in Essen auch gesehen. Also es ist wirklich in der Tat so, dass es halt auch nicht immer ein Schönheitspreis in dieser Liga sein muss, wie du Spiele gewinnst. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass du diese Spiele, die vielleicht mal auf Messerschneide sind, gewinnst. Und die gewinnst du halt mit einem guten Fundament. Und ein gutes Fundament, glaube ich, haben wir gerade jetzt in dieser Vorbereitung geschaffen mit allen Beteiligten, dass der Verein gut dasteht, dass wir ein Top-Stadion haben, dass wir Fans haben, die zu ihren Vereinen halten, dass wir jetzt einen Kader neu zusammengestellt haben, der hoffentlich genau das widerspiegelt, was wir uns alle von den Jungs erwarten. Und dann ist es halt auch so, in dieser Liga gibt es viele, viele gute Mannschaften in der Regionalliga, die alle Fußball spielen können. Und die logischerweise, wenn sie gegen Kickers Offenbach spielen, ist das für die meisten Vereine das ihr Highlightspiel, ihr DFB-Pokalspiel in der ersten Runde. Und gerade wenn du hier ins Stadion reinkommst, ich habe es oft in Essen erlebt, das wird hier nicht anders sein, dass Spieler ins Stadion kommen und Selfies von sich selbst machen, wie geil das dann auch hier ist. Und die sind natürlich bis in die Haarspitzen motiviert. Und genau dieser Faktor, den musst du halt auch hinkriegen, dass nicht ein Gegner motivierter ist wie du, sondern dass du das Heft in die Hand nimmst, dass du auch spielstark in dieser Liga bist, dass du gerade gegen tiefstehende Gegner Möglichkeiten haben musst, wie du Spiele gewinnen kannst. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, über gute Standardsituationen mal ein Spiel zu gewinnen, über gute Umschaltsituationen, über ein gutes Positionsspiel.
aber auch über individuelle Qualität, die du haben musst in dieser Liga, um genau das zu machen und konstant zu sein. Konstant deine Punkte zu holen. Du kannst sicherlich auch mal ein Spiel verlieren, aber du musst konstant immer dranbleiben und gucken, dass gerade die Mannschaften, die oben mitspielen werden, das wird sich sicherlich auch wieder irgendwo um 4, 5 Mannschaften handeln, die sich herauskristallisieren. Und mit denen musst du Schritt halten. Entweder bist du selber derjenige, der vorlegt und die anderen müssen mithalten, oder es ist andersrum, egal in welche Richtung. Und das wird diese spannende Aufgabe sein, Woche für Woche genau dieses abzurufen, im Heimspielen und auch in Auswärtsspielen, dass du weißt, was dich erwartet. Und da ähneln sich die Ligen nicht. Ich glaube, dass die alle irgendwo auch gleich sind. In allen Ligen gibt es Traditionsvereine, die das gleiche Schicksal haben wie wir. Und ich glaube, du wirst nur erfolgreich sein, wenn du als Verein, als Mannschaft in allen Bereichen ein gutes Fundament hast, dass du genau diesen Sachen halt auch standhalten kannst. Jörg, wurde deine Frage auch zum Trainerstaff genug beantwortet, auch zu René Keffel und auch vielleicht zu Mille Mosqueda? Christian Hauck, möchtest du noch was hinzufügen? Ja, wir haben ja nicht nur einen Christian und einen Jauke, sondern wie ihr es dort gesehen habt, haben wir auch mit dem René Keffel unseren alten Torwarttrainer zurück und haben mit Mille Mosqueda einen neuen Athletiktrainer, der in der letzten Saison bei SV Frankfurt noch tätig war. Auch da ist natürlich die Auswahl behutsam getroffen worden. Mele war ja 3 Jahre jetzt beim FSV Frankfurt im Nachwuchsleistungszentrum und auch bei den Profis. Und wenn man FSV letztes Jahr gesehen hat, kann man zumindest eins sagen, dass der FSV im letzten Jahr absolut topfit war und sicher das auch einen großen Anteil für die erfolgreiche Saison vom FSV Frankfurt war. Und beim Keffler müssen wir uns nicht groß zu unterhalten, dass er hier absolute Kultstatus hat bei den Kickers, dass er im letzten Jahr dann im Nachwuchsleistungszentrum war und auch die Fußballschule mit aufgebaut hat. Und als jetzt die Möglichkeit gekommen ist, wir haben ja selbst dann noch zusammengespielt, habe ich mich immer länger zusammengesetzt und mal ausgelotet, ob überhaupt das noch in seinem Kopf drin ist, dass er das machen möchte. Er hat sich dann so ein Stück weit Bedenkzeit erbeten, aber war dann relativ schnell auch begeistert, dass er das wieder machen kann. Und ich glaube, mit René und auch mit der Zusammensetzung, da wir am Ende des Tages mit Christian, mit Jauke und mit Mele ja 3 neue in Offenbach haben, ist es auch immer ganz wichtig, dass du im Trainerteam jemanden drin hast, der den Verein, der das Innenleben auch nochmal so ein bisschen besser kennt und der natürlich da das Trainerteam auch voll und ganz unterstützen kann. Und deswegen war, als René gesagt hat, er macht das, die weitere Suche nach dem Torwarttrainer auch schnell beendet. Vielleicht mal ein bisschen flapsig. Der OFC setzt auf Routine. Also hier sitzen inklusive des Co-Trainer-Staffs sitzen schon erfahrene Leute, die schon ein bisschen was hinter sich haben. Ist das eine neue Idee auch, neue Ausrichtung? Also ich glaube nicht, dass das eine neue Ausrichtung ist. Wir haben uns zusammengesetzt und genau wie es bei den Spielern auch ist, da ist es jetzt mir nicht wichtig, ob jemand 20, 28 oder 33 ist. Am Ende des Tages zählt die Qualität und die Leistung, die man von dem Spieler oder auch von dem Mitarbeiter erwarten kann. Und bei allen, die wir bisher geholt haben, stand dieser Leistungsgedanke und die Möglichkeit, wie der Zusammenarbeit gut funktionieren kann, an oberster Priorität. Und dann ist es dann egal, ob jemand 53 ist, ob jemand im Trainerteam dann älter ist oder jünger ist. Wichtig ist die Zusammenarbeit und wie man dann auch aus diesem Trainerteam auch eine Mannschaft formen kann. Manni Schäfer nochmal von der Bild. Wie viele Spiele soll denn noch kommen und wie gibt es irgendwas Neues zu den Spielen, die ihr gerne noch abgeben würdet? Nein, also zu den Spielern, die wir gerne abgeben würden, die sind auf dem Stand, wissen, dass sie eigentlich in den Planungen keine große Rolle spielen und sich einen neuen Verein suchen können. Wenn man es heute auf dem Platz gesehen hat, sind wir mit den Jungs aus dem NLZ, die auch dabei sind, die eine gute Qualität haben und wir suchen sicher noch 2 Positionen, die wir noch gerne besetzen würden. Mit Brinkis haben wir ja heute die Torwartbaustelle dann auch zugemacht. Und von daher sind es noch 2 Positionen, die wir suchen, wo wir auch hoffentlich relativ schnell zum Abschluss kommen werden, damit dann der Trainer auch komplett mit dem Kader in die Vorbereitung starten kann.
Ja. Also wir müssen ja nicht groß drum reden, dass wir nach vorne sicher noch auf der Außenposition was machen möchten und dass wir auf der Zentrumposition Sechser sicher noch was machen werden. Das ist ja bekannt. Das werden die zwei Positionen sein, wo sich es momentan drum dreht. Ich blicke in die Runde. Alle Fragen beantwortet, ja oder nein? Ich denke ja. Dann sage ich vielen Dank für Ihr Erscheinen. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder, vielleicht schon morgen beim Trainingsauftakt und beim Showtraining im Stadion. Danke euch und bis bald. Danke.